und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind bei Goldies, wir sind beim Fastfood-König aus Berlin. Moin. Ja, Mann. Moin, Fladi. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, so heute dein Wissen mit uns zu teilen. Ja, schön, dass ihr kommen konntet. Ja, sehr gerne. Schön, dass du mich sehr gerne. Hast. Ich habe mir nämlich einfach gedacht, okay, ich koche gerne, aber wir wollen euch die Top-Rezepte zeigen. Und um einen Chicken-Burger zu zeigen, von wem können wir uns einen geilen Burger zeigen lassen, als vom Fastfood-König aus Berlin, ne? Von Goldies, Fladi. Ja, danke, danke. Ja, ich habe euch auch ein bisschen was vorbereitet. Ich zeige euch heute, ich gehe nicht ganz ins Detail, was das Rezept angeht, aber ich zeige euch, wie man einen richtig geilen Fried Chicken Burger auch zu Hause macht. Also, geil, genau. Ja, sehr schön. Wir haben das gar nicht so genau durchgesprochen, ja. Aber genauso habe ich mir gedacht, genau. Dass ihr nämlich zu Hause die Möglichkeit habt, dieses Ding nachzubauen. Ja. Das ist das Ziel des Ganzen. Falls irgendwas nicht 100% erklärt wurde in der Videobeschreibung, ist das Rezept dann nochmal zum Nachvollziehen mit drin. Gerne auch immer fragen, könnt uns bei Instagram schreiben, wir beraten gerne. Erst zeige ich euch, wie man das Hühnchen vorbereitet, einlegt, wie wir das auch einlegen. Dann, wie man es halt paniert und frittiert. Aha. Dann zeige ich euch, wie man die Parmesan-Mayo macht und wie wir selber Gurken einlegen. Da zeige ich euch die Prozesse und zeige euch dann, wie sie bei uns am Ende aussehen. Gurken einlegen habe ich selber noch gedacht, wie mache ich jetzt, wenn ich Gurken einlege? Da sah man ja auch Pickeln zu, ne? Genau, Pickeln, genau. Brötchen backen wir heute nicht selber, aber können wir das nächste Mal machen. Kann man sich ja einfach, verlinken wir auch einfach was Geiles vielleicht in der Videobeschreibung. Genau. Ja, dann legen wir los. Was ist der erste Schritt, Fladi? Der erste Schritt ist, also ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier einmal Hühnersteaks gekauft. Ja. Also das ist Oberschenkel quasi. Oberschenkel ist das. Oberschenkel. Ohne Knochen schon ausgelöst. Sagt man das Persola bei euch immer, Ahmed? Ist das bei genau, also so, also ist so klassifiziert als Hähnchensteak im türkischen Supermarkt in der Auslage, sagen wir es mal okay, so. Und für die sagen, wir kein ausgelöstes Hähnchensteak kriegen, weil sie jetzt nicht unbedingt einen türkischen Supermarkt um die Ecke haben, zeige ich euch, wie man das macht. Ich habe zwar hier von der Küche ein paar stumpfe Messer bekommen, aber ich zeige euch, wie man das auch zu Hause mit einem stumpfen Messer bekommt. Okay. Wenn ihr ein gutes Messer braucht, Leute, bei mir im Shop, ne? Verlinke ich nochmal. Genau. 1A-Messer. Da hat er uns jetzt hier auch so ein ganzes Stück gegeben, wo noch hier wirklich so krass Knochen dran ist. Man kann hier so ein bisschen, wenn man jetzt, man hört so ein bisschen, wenn er so bricht, wie wenn du den Fuß umknickst, dann kannst du hier so ein bisschen fühlen. Dann siehst du hier, wo die zwei Knochen sozusagen lang gehen. Dann schneidest du einfach. Und im besten Fall passiert es jetzt so, wie bei mir auch ein Glücksfall, ich habe es ja auch schon länger nicht mehr gemacht, dass du kein Knackgeräusch beim Schneiden hörst. Also das heißt, Der war vorher danach halt. Genau, also du musst sozusagen nicht durch den Knochen schneiden. Ich habe auf dumm nämlich, sag mal, was du dazu sagst, zu der Aktion, ich habe immer erst gekocht, weil ich dachte, das geht leichter dann. das ist natürlich schwieriger. Oder beziehungsweise erst in den Ofen gehauen oder so, dann geht's nicht mehr, ne? Dann geht's leider nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich hier diese Sachen ausgelöst und jetzt bleibt quasi hier noch dieser eine Knochen drin. Und da kann man einfach ganz vorsichtig reingehen, hier einmal so einen Schnitt am Knochen entlang setzen. Also man muss ja auch dazu sagen, Jungs, ne, Fladi ist gelernter Koch und nicht irgendeiner hat in der Sterneküche gelernt. Ne? Da hat man ja auch so eine Schulung, also gefühlt halber Fleischer kann man dich auch nennen. Genau. Ne? Jetzt haben wir hier den Schenkel und jetzt sieht man hier ein Fleischstück und hier ein Fleischstück. Der einzige kleine Nachteil, wenn ihr euch im Supermarkt jetzt ein gutes Biohühnchen oder einen Schenkel holt, dass die meistens so dafür gedacht sind, dass man sie sich zu Hause im Ofen macht oder irgendwie brät. Darum ist es jetzt nicht diese große Größe, die ich jetzt hier habe. Muss man überlegen, das ist ein richtiges Okolyt, was das für ein Huhn gewesen sein muss. Und das frage ich mich auch jetzt lege ich mal das dann. Das habe ich mir letztens gerade gefragt, Fladi, wenn ich so eine Dinger gesehen habe, auch beim Türken gegessen. Das sind echt Monster. Und ich denke mir, was ist das für ein Ding gewesen? Was ist das für ein Tier gewesen? Da wichtig jetzt dazu ist zu sagen, ist natürlich, dass man jetzt die Messer, die man benutzt hat, gut abwäscht. Und das Brett, was man danach verwendet, am besten auch abwäscht. Weil natürlich, wenn ich jetzt hier die Gurken zum Einlegen schneide, ist natürlich die Gefahr wegen Salmonellen und anderen Bakterien relativ hoch. Vor allem so Kolibakterien und sowas. Hast du schon mal Salmonellen hier eingefangen? Ich selber Salmonellen nicht, aber ich komme gerade aus Italien und tatsächlich habe ich gerade eine Lebensmittelvergiftung hinter mir. Ja. Ich hatte Maultripper letztens. Ja, was? Maultripper? Ja. Nee, das hatte ich zum Glück nicht. Und jetzt zeige ich dir unser Geheimnis so ein bisschen. Da bereite ich das nur kurz hier vor. 1 Liter Wasser nimmt man. Also für zu Hause, man kann sich das so hochrechnen. Auf 1 Liter Wasser kommt 68 Gramm Zucker und 40 Gramm Salz ungefähr. Man könnte sich das vorstellen, es soll so ein bisschen wie so ein Pastawasser sein. Ich löse es jetzt mal ganz schnell auf. Okay. Wir machen es jetzt in der Blitz-Variante.
deshalb vorschlagen, man geht einkaufen am Tag vorher. Abends macht man das sozusagen rein, tut es in den Kühlschrank und holt es morgens wieder raus. Und saftiger gebeiztes Hühnchen kannst du eigentlich nicht machen. Also quasi eigentlich der Geheimtipp für butterzartes Hühnchen. Muss man das überhaupt noch salzen danach? Nee, auch eben nicht. Mehr, also die Panade wird leicht gesalzen, aber das Huhn an sich wird jetzt nicht mehr gesalzen, weil das genug Salz hat. Wenn man ganz wenig Zeit hat, kann man auch sagen, man macht das nicht über Nacht, sondern man legt die Hühnchen aus und salzt die direkt wie so ein Kraftlachs. Also mit trockenem Salz. Wenn man schnell, dann salzt man die direkt mit grobem Meersalz, Zucker, lässt es eine halbe Stunde stehen. Mit Gewürzen kann man auch noch, mit Knoblauch. Mhm. Und dann wäscht man es ab. Ohne Wasser, einfach so einreiben, einmassieren. Genau, das geht auch. Hast du einen vorbereitet jetzt auch schon? Ich habe da was vorbereitet, genau. Aber wenn das die 24 Stunden quasi vorbei sind, oder die 12 Stunden, sagen wir mal so, holen wir die raus. Wir brauchen sie nicht direkt abwaschen, nur ein bisschen abtropfen. Und jetzt kann man sich natürlich, auch wenn man will, einfach ein Stück zu Hause Probe braten oder auch nicht. Dann tut man das einfach aufeinander schichten in einen Einsatz oder wie man auch will, in eine Tupperbox zu Hause. Ich denke mir jetzt zwischendrin, weil du bräuchst auch einen YouTube-Kanal, Vladi, weil du echt auch maximal geil erklären kannst. Also schreib das gerne ein. Ich bin dann schon überlegen. Ja, sehr optimal. Sehr optimal für Food-Content. So, jetzt unsere gute Buttermilch. Genau, und jetzt nehmt euch lieber ein bisschen Zeit und legt das jetzt nochmal sozusagen 6-7 Stunden da drin nochmal ein, sozusagen. Okay. Schön nochmal umrühren, dass das auch überall rankommt. Mhm. Jetzt kommt nochmal so ein bisschen die Säure dran. Genau, das stellen wir jetzt mal zur Seite. Genau, dann habe ich hier ein paar Gurken. Jetzt pickeln wir Gurken. Genau. Wenn ihr kleine findet, umso besser. Geht aber auch mit großen? Geht aber auch mit großen. Also, die müssen halt einmal gewaschen werden. Würde ich auch am Tag vorher machen, weil sie müssen mindestens einen Tag durchziehen. Die können auch eine Woche liegen, werden auch nur besser. Kurz 10 Sekunden dranbleiben, Werbung für Zack Plus, mein offizieller Partner. Jeder weiß, dass Zack Plus steht für Qualität, made in Germany. Ich nehme es selber, es wirkt, es sind wirklich Top-Produkte. Code HOLLE10, ihr kriegt alles am Start. Für den direkten Support nochmal 10% Abzug von Trainingsequipment, Eiweiß, natürlich alles, alles, was ihr braucht. Und dann schneiden wir so hier einfach so schöne, grobe Dinge. Am geilsten wird es natürlich, wenn man im Sommer diese Einlegegurken sich holt. Ich würde sie nicht zu dünn schneiden, also die werden so ganz bisschen kleiner, aber das ist schon so ein bisschen das Wichtigste, finde ich, so eine gepickelte Gurke. Ja. Das kommt jetzt alles einfach in eine Schüssel oder einen Einsatz rein. Das salzen und zuckern wir jetzt. Das ist wie bei einem Gurkensalat, wird es so ein bisschen angesalzen, angezuckert, damit der Feuchtigkeit lässt. Die nehmen wir dann später wieder raus, also weg. Waschen die jetzt nicht direkt ab. So 50-50 ungefähr, genau. So, dass die schön benetzt sind. Man kann es auch probieren, so dass man die halt jetzt schön salzig. So ungefähr. Das ist immer noch frisch, immer noch sehr gurkig. Da sieht man schon die Gewürze für später, ne? Genau, das ist für später fürs Hühnchen. Das lassen wir jetzt 2 Stunden ungefähr stehen. Wenn es so eine kleine Menge hat, geht es auch weniger. Jetzt nehmen wir einfach Wasser. Ich habe das jetzt einfach frei nach Gefühl heraus. Einfach normales Wasser nehmen. Dann wichtig Essig. Ich würde jetzt keinen dunklen Balsamico nehmen. Vielleicht jetzt auch nicht direkt weißen Balsamico, weil der ein bisschen süß ist. Aber Weißweinessig, sogar Branntweinessig ist okay. Apfelessig, auch super. Meistens regional dann auch ein bisschen. Und da ruhig ordentlich was rein. Ich würde sagen, jetzt 4 Teile Wasser, 1 Teil Essig. Einfach auch mal probieren. Ich mache das jetzt so ein bisschen so, wie wir unser Rezept selber auch kreiert haben. Also das Rezept selber, was wir gemacht haben, ist auch nur so durch Randtasten irgendwie entstanden. Ein bisschen Salz. Rezept ausprobieren ist dann das hier. Genau. Nicht zu viel Salz rein, auch wieder ein bisschen Zucker, damit es nicht auslaugt. Also wenn wir jetzt nur davon nehmen würden, dann wäre es zu lasch, zu wenig. Okay, es muss ein bisschen Zucker. Dann haben wir hier, kann auch jeder selber machen, wie er es für lecker hält. Aber das ist eine ganz klassische Mischung auch, die man oft für so Pickles in Amerika oder auch in England nimmt. Das ist Senfsaat, schwarzer Pfeffer, Knoblauch, Lorbeer. Gehen wir einfach rein, kann auch ordentlich rein davon. Mhm. Und was wir machen, was ich immer geil finde, ist, um da noch ein bisschen Kick dazu zu geben, so eine Peperoni. Kann auch rot oder grün sein. Geil, das habe ich auch noch nie gesehen. Peperoni mit dazu, dann kriegt das noch mal ein bisschen Schärfe, wenn es jetzt länger liegt. Und natürlich Dill, kommt immer gut. Das schmeckt natürlich schon viel besser, wenn man frischen Dill nimmt. Mhm. Aber man kann im Notfall auch Gerebelten nehmen. Da hast du jetzt nur das Problem beim Gerebelten. Die Körner kriegst du ab, aber den Gerebelten, der bleibt komplett an den Gürkchen dann später hängen. Das kochen wir jetzt einfach einmal auf und dann sozusagen, wenn die 2 Stunden gezogen sind, was sie jetzt gerade sind quasi, übergießen wir das einfach damit. Okay. Ich suche mal noch kurz einen. Und dann sieben wir das gleich oder machen wir das mit dem Zeug darauf? Wir machen es mit dem Zeug da drauf, weil man könnte das jetzt noch sich in so einen Gewürzbeutel tun, dann so einen großen Teebeutel, wenn man will. Dann hat man später nicht das Problem mit dem Rausfischen. So, und jetzt gießt man das einfach heiß
drüber. Säure ist genug. Man riecht. Und die lässt man draußen auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett sich einfach auskühlen. Und sobald es kalt ist, stellt man sich das im Kühlschrank oder in ein Glas oder in eine Tupperbox und dann halten die sich auch ewig. Okay, was würdest du sagen, so Pi mal Daumen, wie lange kann man die jetzt so stehen lassen? Die kann man so stehen lassen, bis zu einem, wenn man es hygienisch macht, gut zumacht, bis zu einem halben Jahr mindestens. Ja, also direkt heiß, dann in ein Glas rein. Genau. Ne? Zuschrauben. Und dann zuschrauben, dann halt, dann noch umdrehen, dann müsste das ewig halten. Okay, das ist tatsächlich auch von Goldies das Rezept. Ungefähr, nicht 1 zu 1, aber ungefähr. Aber das sind genau auch die Zutaten, die genau reinkommen. Genau, die sie auch nehmen für ihre Gurken. Ne? Also das ist wirklich, das kommt im Original schon nach. Ihr könnt auch einfach normale Mayo fürs Fried Chicken Sandwich nehmen. Wir haben bei unserem Classic Fried Chicken Sandwich, was noch theoretisch mit Tomate und Salat kommt. Es soll so ein bisschen eine Andehnung sein an so ein Caesar Salad. Und dadurch sind wir auf die Idee gekommen, lass uns eine Mayo machen, die so ein bisschen an den Geschmack von Caesar Salad Dressing erinnert. Dann nehmen wir einfach normale Mayo. Ja, da habe ich jetzt einfach 2 Sardellen genommen. Sardellen, ne? Anchovies quasi. Aha. Ist das so, wie ich das kenne? Ich habe das auch in 1, 2 Rezepten mal verwendet und zum Schluss hat man es gar nicht geschmeckt. Es hat einfach geil geschmeckt, aber man hat nicht... Wenn man zu viel nimmt, schmeckt es sehr intensiv, sagen wir es mal so. Aha. Aber es soll auch nicht zu krass schmecken. Also genauso wie beim Caesar Salad Dressing, ein bisschen soll es schmecken. Und wenn es natürlich die Mayo jetzt auch, wenn man die einen Tag vorher fertig macht und jetzt durchziehen lässt, dann zieht das Aroma natürlich ein bisschen durch. Okay. Ich schneide das jetzt so fein und dann gehe ich mit so einem Messerrücken einfach so ein bisschen drüber und schmier das aufs Brett. Dadurch kriege ich da so eine Art Paste dann irgendwann hin. Und Leute, wenn ihr mehr diese Rezeptvideos sehen wollt, ich hole mir die Besten der Besten. Daumen oben rein, schreibt es in die Kommentare, es wird immer mehr kommen. Ne? Ihr müsst nur Bock drauf haben. So, Anchovies, dann kommt ein fetter Batzen Mayo rein. Dann nehmen wir geriebenen Parmesan, nicht zu viel, sonst wird es zu fest. Ich versetze mich gerade da rein, Leute, weil ich den Burger ja gegessen habe. Also auch den Parmesan. Ich habe da nicht, schwarzen Pfeffer. Nicht gemerkt, dass die Parmesan da so hatte. Nee. Mach noch nicht zu viel rein, das soll nicht zu krass sein. Schwarzer Pfeffer, damit es nochmal so einen richtigen Kick bekommt. Und dann Zitronensaft, damit es wieder so ein bisschen frischer wird und ein bisschen cremiger wieder wird. Weil durch den Parmesan wird es natürlich wieder sehr, sehr fest. Was wir bei unserer Mayo machen, um es ein bisschen an deutsche Mayo ranzutasten, ist, wir machen einen ganz kleinen Schluss Milch ran, dass sie so ein bisschen cremiger wird. Und durch das Lecithin in der Milch, was man ja auch vom Kaffeeschaum bekennt, wird es dadurch natürlich auch noch mal ein bisschen fester. Kriegt man eine bessere Emulsion hin, es ist einfacher, eine Mayo dann zu machen. Ganz klein Tick zu sauer. Wollte ich auch gerade sagen, sehr säurelastig. Parmesan, wenn man es weiß, schmeckt man es aber direkt. Wenn man nicht weiß, dann nicht direkt. Aber auch die Sardellen, wenn dann ganz leicht, minimal. Ne? Ganz soll aber auch minimal bleiben. Geil aber. Also ich hätte es nicht mal, sage ich dir ehrlich gesagt, verkehrt mit der Säure gefunden, so heftig, weil es irgendwie special ist. Du auch nicht, ne? Ist auch noch was dran. Also für mich gibt es gar nicht zu viel Säure. Zeig mal jetzt. Er weiß, was er macht. Fand beides geil. Jetzt kommt unser Next Step. Das ist so ein bisschen auch nochmal ein Geheimnis von einem geilen Fried Chicken Sandwich. Das ist oft diese Glasur, wie so eine Art Buffalo Glaze. Wir was machen ganz jetzt, außen dann noch rankommt. Genau, was ganz außen nach dem Frittieren eingepinselt durch, wird. Ne? Genau. Das muss man ganz frisch machen, weil sonst natürlich zieht es voll und wird labbrig sozusagen. Ah, ja, das habe ich nämlich bisher nur bei Hobbs Burger. Es geht raus an den Kollegen in Stuttgart gesehen. Sonst habe ich es noch nicht gesehen. Ja, wir machen das bei unserem Chili Sandwich, bei den anderen nicht. Aber jetzt machen wir es diesmal auch bei dem, weil wir machen es ja so ein bisschen komprimierter, kompakter. Wir nehmen jetzt in dem Fall Tabasco-Soße, reicht aber auch eine andere Hot Sauce. Ihr könnt auch irgendeine billige Tabasco-ähnliche Soße nehmen. Aber am allergeilsten ist es natürlich mit der originalen Buffalo-Soße, also mit der Hot Sauce von Frank's. Frank's Hot Sauce, die kann man sich im Internet bestellen, kriegt man bei diesen Amerika-Shops mittlerweile ziemlich oft. Die passt natürlich auch sehr, sehr gut. Und das ist im Grunde genommen, kommt da jetzt sehr viel Tabasco rein. Man kann sich das auch in einem kleineren Topf machen. Wer es nicht zu scharf mag, der sollte natürlich mit ein bisschen Tomatenmark und Wasser strecken oder sowas. Oder was man auch machen kann, man kann das auch mit grünem Tabasco machen. Auch geil, hat man eine grüne Soße. Das ist jetzt nicht ganz klassisch, aber passt ziemlich gut dazu. Sweet Chili Soße. Balanciert auch noch ein bisschen diese Säure. Dann nimmt man noch mal so 2 Esslöffel von der Sweet Chili Soße. Dann nehmen wir noch ein bisschen, um das noch mal ein bisschen zu frischer zu machen, so einen ganz kleinen Tick Orangensaft. Nochmal so 2, 3 Esslöffel. Das ist jetzt so Pro-Tipp, muss man nicht machen. Das ist Chiliöl aus dem Asia-Supermarkt. Chiliöl, weil du kommst auf Ideen, Vladimir. Dadurch wird es nochmal so ein bisschen ein erdiger. Orangensaft. Okay. Sei ehrlich, da hast du einen gedampft und dachtest, was muss da rein? Orangensaft. So ähnlich kann man das sagen. Das wird jetzt auf niedriger Hitze erhitzt. Das soll nicht richtig kochen. Es soll nur heiß werden. Wenn euch jetzt zum Beispiel die Konsistenz, wenn es euch zu flüssig wird oder so, dann kann man noch ein bisschen Sweet Chili Soße dazugeben. Okay. Das wird jetzt abgemildert und emulgiert mit Butter.
Boah, da haust du eine ganz schöne Ladung jetzt rein. Ja, genau, den ganzen Block. Boah, dann muss das ja auch krass schmecken. Das ist wie ein bisschen wie euer Honey Butter Chicken. So ähnlich. Das hier verkauft. Das rührt man jetzt einfach. Cracking. Boah, das riecht aber. Hier, Brudi, riech mal hier dran. Richtige Nase. Richtige Nase. Ich kenn das. Ja. Setz es mal noch kurz auf. Kann immer sein, dass es dann ein bisschen zu runterkühlt, wenn man nicht so viele Flüssigkeit hat. So. Fertig. Sehr schön. Echt sehr säuerlich. Kann ich mir noch gar nicht vorstellen auf dem Chicken, wie das matchen wird. Aber merkst du dieses Buttrige, ne? Mhm. Die Schärfe kommt später im Rachen. Achte mal jetzt drauf. Aber gut, nicht zu scharf. Glasur haben wir auch. Jetzt Rachen? Ja. Ich hab's dir gesagt. Das kitzelt auch so ein bisschen. Genau. Jetzt kommt die Panade. Egal, ich trinke dir Tabasco pur. Wollen wir Battle machen? Ja. Tabasco bin ich safe vorbei. Tabasco schmeckt mega. Ach, wir machen dich fertig dabei. Was scharf angeht. So, also für die Panade brauchen wir ganz normales Mehl. Geht auch ein 550er oder 500, was auch immer das heißt. Also normales Mehl reicht aus, aber 405er ist nur schon kein Vollkorn. Schön, kein Vollkornmehl. Ja. Nehmen wir einfach mal das Ganze. Ein Kilo Mehl. Ein Kilo Mehl. Dann haben wir. Bist du dir da ganz sicher? Ja. Bist du sicher, dass du die Frage wählen möchtest? So, wir nehmen jetzt noch Stärke dazu. Ungefähr 1 zu 1, aber kann auch weniger sein. Ich mache jetzt auch ein bisschen weniger. Man kann aber auch nur Mehl nehmen. Also da scheiden sich wirklich die Geister. So. Ein Teil Stärke, 1 zu 1, sagst du. 1 zu 1 kann aber auch etwas weniger Stärke als Mehl sein. Viel Salz brauchst du nicht, aber so ein bisschen. Und dann muss man sich halt ein bisschen rantasten an seinen eigenen Geschmack. Mag man es sehr gewürzt, mag man es weniger gewürzt, mag man es ungewürzt, überwürzt. Da haben wir uns auch lange mit beschäftigt. Dann fangen wir mal an. Alles muss fein gemahlen sein, das ist natürlich auch wichtig. Ich kann euch empfehlen, weißen Pfeffer zu nehmen, weil der nach dem Frittieren nicht ganz so schnell verbrennt oder der schmeckt einfach ein bisschen anders. Der hat dann, soll man das sagen, so was ganz leicht Käsiges. Okay. Also irgendwie so was Umami-lastiges. Aber so die Hauptkomponenten fürs Fried Chicken, was sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall Zwiebelpulver und Knoblauchpulver. Ja. Granuliertes. Es fungiert auch ein bisschen wie ein Geschmacksverstärker. Die beiden in Kombination sind auch zum Fleischmarinieren sehr gut. Macht es besonders zart. Das war jetzt der Knoblauch, jetzt kommt weißer Pfeffer. Das sind jetzt ungefähr überall so 2-3 Esslöffel. Also am meisten machen wir Knoblauch und weißen Pfeffer und Zwiebel rein. Und von den anderen kommt dann nicht mehr ganz so viel rein. Also sagen wir, wenn Knoblauch die dreifache Menge ist, ist Cayennepfeffer und Thymian und so nur noch ein Drittel davon. Okay. Dann hier Ingwerpulver. Ingwerpulver kommt auch ganz gut, ja. Gibt nochmal so ein bisschen Kick-Power. Hätte ich nie gedacht. Ingwer, hier krass. Ein bisschen Backpulver, damit es so ein bisschen fluffiger wird, aber nicht zu viel, sonst wird es zu fluffig, die Panade, und sonst kriegt die keine Festigkeit. Okay. Cayennepfeffer. Cayennepfeffer ist eigentlich eine Chilischote, ist eigentlich kein Pfeffer. Und dann haben wir hier Basilikum gerebelt, Thymian und Oregano. Und das geben wir auch alles nochmal dazu rein. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch eine Sache vergessen, die wir nicht vorbereitet haben. Geräuchertes Paprikapulver. Muss oder geräuchert oder Pimento della Vera. Also ist geil mit Geräucherten, wenn man es nicht hat. Pimento della Vera, mein Lieber. Sonst lässt man es halt weg. Du Klugscheißer. So heißt es auf Spanisch. Naja, es gibt halt nochmal einen smoky Flavor ein bisschen dazu. Es hat halt schon was. Das ist ja schon was Besonderes. Zu viel sollte das nicht rein. So. Mhm. Ich habe auch welches zu Hause, das ist so krass intensiv. Das ist so krass. Gulasch ran zum Beispiel. Ja. Da kannst du auch schnell versauen. So, und dann mischt man das so ganz vorsichtig um. Was ich empfehlen könnte, bevor ihr jetzt drauf loslegt und sagt, okay, ich paniere jetzt alle meine Hühnchen und am Ende, fuck, zu viel Pfeffer oder zu wenig oder verkackt und schmeckt nach gar nichts. Nehmt euch irgendein Stück kleines Hühnchen, wälzt das kurz drin und brät es einmal vor in der Pfanne und dann könnt ihr sehen, ob das passt. Ja, also die Gurken, muss ich sagen, hat Ahmed eben auch schon gesagt, sehr dezent geschmeidig. Wollte ich nur einmal so probieren, wir werden jetzt da den Burger direkt jetzt einmal braten, zubereiten, belegen. Genau. Wir sind eigentlich schon am Finale, wir werden jetzt nur noch das Ding ready machen. Ready machen, genau. Wir werden jetzt noch das Hühnchen frittieren. Mhm. Dann backen wir noch die Brötchen aus und schmelzen den Käse. Vladi, du hast jetzt das Zepter in der Hand. Das kommt jetzt aus der Buttermilch direkt in die Panierung, ins Mehl. Also da wird nichts mehr vorher gemacht, einfach angedrückt. Und wichtig ist, dass das halt überall schön benetzt ist. Man kann das jetzt... Kann man wälzen richtig. Man kann das jetzt noch drin wälzen und einfach gucken, dass das richtig dicht mit dem Mehl benetzt ist. Genau, und dann legen wir es hier einfach in die Fritteuse rein. Ihr seht, die Fritteuse ist hier bei 155 Grad. Also es geht zu Hause, je nach Stück, irgendwas zwischen 150 und 170 Grad, aber so 160, 150
65 ist schon ziemlich gut. Drück mal hier auf den Wecker. Könnte man auch circa 10 Minuten ungefähr. Könnte man auch im Zweifel, Fladi, einfach, sag ich mal, ein Pflanzenöl nehmen, das im Topf erhitzen und das da reinknallen? Ja, klar. Kann man einfach machen. Okay. Dann ist nur wichtig, wenn man jetzt kein Thermometer hat, ist es nicht so schlimm. Aber man muss folgende Sachen beachten. Also wenn man das jetzt zu Hause macht in einem Topf, am besten man nimmt einen Topf, der hoch ist, ja, mit einem hohen Rand und möglichst breit und das Öl nicht zu voll vollgefüllt ist, ja, dass das nicht überschwappt. Weil wenn du den Topf jetzt voll machst und dann das Hühnchen rein, ja, dann schwimmt dir alles drüber. Ja. Dann ist es wichtig, mit so einem Holzstab zu gucken, ob die Temperatur heiß genug ist. Wenn so Bubbeln aufsteigen, ja, dann ist das gut. Und dann muss man beachten, wenn du jetzt 4, 5 Stücke hast und die jetzt alle zusammen in den Topf wirfst, bei der richtigen Temperatur hast du natürlich nicht dieses Ergebnis wie bei uns, weil die Fritteuse ist ja so eine Hochleistungsfritteuse. Ja. Die fällt kurz in der Temperatur und geht sofort hoch, ja, auf 155. Ja. Das heißt, es saugt sich nicht voll. Wenn du zu Hause 5 Hühnchen in einen Topf machst, kann es dir passieren, dass das Fett abkühlt und dass du danach halt vollgesogenes, nicht knuspriges Hühnchen hast. Einfach voll, also ja, ich kann empfehlen, lieber immer 2, ja, Stück maximal, ja, 3 Stück maximal und lieber 2, 3 Mal hintereinander und dann den Ofen auf 120 Grad aufdrehen, mhm, und die Stücke auf Küchenpapier in den Ofen tun, mhm, auf dem Backblech oder auf dem Backgitter. Ja. Können ruhig ein bisschen ruhen, wenn die so gebeizt sind. Jetzt, okay, haben wir hier unsere Brötchen. Das, mhm, sind jetzt auch quasi Kartoffelbrötchen, das sind jetzt aber nicht diese berühmten Martins Famous Potato Bun. Einfach zu Hause in der Pfanne mit etwas Butter, ja, habe ich hier schon so ein bisschen geschmolzen. Aber man kann jetzt jegliche Burger Buns nehmen aus dem Supermarkt. Man kann jeder aus dem Supermarkt nehmen. Man sollte nur beachten, nicht zu heiß, ruhig langsam röstet und grillt, ja, schön mit dem Fett benetzt ist. Und man muss beachten, dass du jetzt nicht das 50 Gramm Supermarktbrötchen kaufst, so ein Stück Hühnchen hast und so ein Brötchen. Dann fällt dir alles auseinander. Also man kann, sagen die Jungs, eben noch Hochland-Sandwich-Scheiben, Cheddar-Geschmack. Cheddar. Und bei dem Brötchen sonst auch Butcher. The Butcher, ja, geht voll klar. Von Rewe oder wo haben die die? Ja, von Rewe. Wir posten das auch ganz leicht auf der anderen Seite. Von der anderen Seite machst du auch, du Fuchs. Ganz leicht, ja. Kommt aufs Brötchen drauf an. Kommt, ja, bei dem Brötchen tut's gut. Genau. Wenn man es jetzt rausholt, dann nicht so, sondern so. Weil man will ja, dass die Unterseite jetzt nicht, wenn du die jetzt auf deinen Teller direkt tust, dann schwitzt es unten ganz dolle. Mm. Und dann hast du genau das Problem, dass du unten schon, ja, bevor du den Burger fertig hast, ist unten schon nass. Okay. So, Fladi, noch mal ein Tipp von dir. Ein ganz kleinen Trick, das ist jetzt so, wie nennt man das, Schlamper-Move quasi. Sagen wir zu Hause, die Panade wird mir leicht einen Tick zu dunkel. Ich habe Angst, dass mir das gleich verbrennt. Aber ich glaube, das Hühnchen ist noch roh. Gehe ich einfach kurz hoch, hole sie raus und steche einmal in der dicksten Stelle mit einem scharfen, spitzen Messer einmal rein. Du dippst einmal ganz kurz vorsichtig rein, ja? Und merkst, wie stark der Widerstand ist. Den Widerstand, aber gleichzeitig mache ich ein kleines Löchchen an die dickste Stelle rein und jetzt geht da heißes Fett rein und gart noch mal den Schluss nach. Das ist abgewächst. Das ist einfach einmal rein. Das ist jetzt der richtige Witch-Move. Genau. Mach nochmal die Bewegung, wie du anschneidest. Das ist jetzt so ein bisschen wie so Krater sind das jetzt so ein bisschen. Weißt du, wie so eine Mondlandschaft. Wenn man die Panade und die kriegt man halt, wenn man die frisch reinmacht, rein. Weil die Buttermilch sozusagen, wenn du die jetzt liegen lässt, dann wird es kompakter. Weil ich finde das gerade geil. Ich wollte gerade sagen, diese Panade, das ist so, wie ich mir vorstelle, dieses professionelle Außen, sag ich mal, Restaurant, was ich selber nicht hinkriege. Und jetzt haben wir uns zusammengereimt, wie das zustande kommt. Und jetzt hast du es allen verraten. Ich denke, dein Umsatz wird jetzt um 30% fallen nach diesem Video. So, leicht abtropfen. Hier lassen wir es kurz auskühlen. Jetzt gibt es so eine Stelle, guck mal, es gibt immer eine Seite, wo es so hoch geht. Ja. Und eine Seite, wo es nicht so ist. Aha. Das ist die Hautseite. Die legen wir immer nach unten. Das ist immer die labbrigere Seite. Da, da tropft auch Fett nach. Okay. Und die knusprige Seite machen wir nach oben. Und jetzt, solange es noch heiß ist, komme ich mit meiner Glasur. Hier mache ich es kurz an für den Käse. Alles gleichzeitig. Die kann sein, wenn man es jetzt stehen lässt, dass die sich trennt. Einfach umrühren nochmal gut. Und wenn es zu sehr abkühlt und die Butter fest wird, einfach nochmal warm werden lassen. Und jetzt schön von jeder Seite Buffalo-Style bepinseln. Und einfach kurz reinwerfen in die Soße, was hältst kannst du von der auch, Taktik? Kannst du auch machen. Darfst nicht zu lange drin lassen, aber geht auch. So, jetzt haben wir hier noch die heiße Pfanne, um da noch mal Käse drauf. Einmal zack. Das ist so die Fast-Food-Trick. Wirklich nur ganz kurz, bam, ne? Zack. Okay, das heißt von der Rückseite, wo das Fett ist vom Hähnchen, da pinseln wir gar nicht mehr ein. Nee. Nee, okay. Jetzt haben wir hier diese zwei Brötchen. Einmal
unten, nicht zu viel, halben Esslöffel würde ich sagen überall. Schön verrühren und jetzt kann ich empfehlen, die Ränder ein bisschen freilassen, weil wird gleich eh an der Seite rausgehen, weißt du? Okay, weil die Sachen draufgelegt werden, oder? Genau, und jetzt kommt Glaubensfrage, Gurken oben oder unten. Ich finde beim Fried Chicken Sandwich, ich finde es ganz geil, wenn man erst aufs Chicken beißt, dann die Pickles hat. Okay. Beim Salat, bei einem Burger, finde ich, muss der Salat oben sein, weil er sonst natürlich viel schneller lätschert ist. Ja, da kommt so Lukas um die Ecke und beißt Reverse rein in den Abend. Ja, dann ist wieder was anderes. Ja, mit seinem Reverse beider, Also das ist jetzt auch nach Geschmack, man kann auch nur so 3 Pickles drauf machen. Ich finde halt viel Pickles, ich finde das halt besonders also geil. Also ordentlich rein. Wenn man so einen Burger entwirft, es gibt so viele Möglichkeiten, man muss ja echt 1 Million Burger gefühlt gebraten haben, um den perfekten zu kreieren. Gurken oben, Gurken unten, Käse oben, Käse unten, Gewürze, das ist schon krass. So. Ja. Und jetzt kannst du nach Geschmack überlegen. Da können wir zum Reinbeißen einmal. Und zack, reicht hier vorne. Oh. Und wenn ihr wollt, kann ich euch das noch so einwickeln. Sehr gerne. Wo nach vorne, so am besten. Geil. Boah, mega. Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Also nur so, wir haben ja hier 3 Burger auf der Karte. Ja. Und das ist jetzt sozusagen eine Zusammenmischung mit der Glaze und so. Wenn ich hier selber arbeite und den Personalburger mache, stelle ich mir den immer so zusammen. Ja. Das ist sozusagen, wie ich den selber esse. Geil. Wir sehen uns jetzt direkt beim Verzehren, würde ich sagen. Oh, Vlad, jetzt bin ich gespannt, Mann. Nimm den mit Käse. Ich nehme den mit Käse. Hier haben wir das gute Stück. Wow. Ist ein Geschenk Gottes. Er sagt noch eben, er hofft, dass durch ist. Krass. Das ist beruhigend. Das ist krass, wenn man jetzt weiß, wie es gemacht wurde. Ein ganz anderes Feeling. Aber man merkt sofort dieses Raucharoma auch. Mhm. Dieses Raucharoma, diese Chili-Note von dem Sweet Chili. Die aber durch die Kombi, durch die ganz anderen Stoffe, hätte ich nie im Leben so rausgeschmeckt. Nie im Leben. Aber man schmeckt halt jetzt halt alles raus, was man da reingetan hat. Und die Anchovies und so, die dienen eher mehr so dem Glutamat-Kick sozusagen, dem natürlichen. Schmeckt man null. Ja, genau. Und ganz knusprig, ganz entspannt. Käse auch eine gute Entscheidung. Ja, und wenn man jetzt zu Hause will, kann man sich natürlich noch Eisbergsalat und Tomate mit drauflegen, wenn man Bock hat. Was auch sehr gut passt, ist ein Krautsalat. Aber viel sollte nicht drauf. So, ist, selbst schon eine Tomate ist schon fast, finde ich, fast schon zu viel. So. Was ich persönlich sehr geil finde, ist die Wahl, dass du viele Gurken drauf gemacht hast. Weil das gibt so eine gewisse Frische da noch rein. Das ist so genial. Also ich hatte keine Gurke, würde ich jede Gurke missen, die weg wäre. Das ist von bis einfach so genial. Dieses krosse Hähnchen, diese Gurken, die knacken, weiches Bann außenrum. Welt. Tatsächlich, desto weiter man reinkommt, desto mehr hat sich der Gaumen an diese Soße, die wir drauf gesoßen haben, Chili-Glasur, gewöhnt. Und man schmeckt es gar nicht mehr so präsent. Am Anfang, bam. Es ist auch nicht zu sauer mehr, oder? Nee. Heftiges Ding. Wenn ihr das zu Hause macht, Leute, und ihr ladet jemand ein, die Leute denken, du willst sie verarschen. Und ihr kriegt es so hin, ihr habt es ja gesehen, das kann man Schritt für Schritt nachmachen. Die denken echt, du willst sie flachsen. Ja, das ist so professionell, so heftig. Also ihr habt nicht mitgerechnet, dass er so heftig ist. Das ist so meine Lieblingskombination, sagen wir es mal so. Boah. Wenn ich jetzt gerade auch so nachdenke, denke ich mir eigentlich auch die ganze Zeit, wieso haben wir den eigentlich nicht so auf der Karte? Also eine 8,5 mindestens. Ich muss dazu sagen, nee, ich muss nichts dazu sagen. Ich würde den erstmal eine 8,5 geben. Okay, ich muss es dazu sagen. Ich bin eigentlich echt richtig vollgefressen, weil ich eben schon ein Video gemacht habe. Weil ich dachte auch, dass er so krank ist. Ich wusste nicht mal, ob ich bewerte oder nicht. Aber der ist schon heftig, Vladimir. Ja, geiles Volk. Ja. In dem Sinne, Leute, was wollen wir das jetzt noch so lange rauszuhören? Wir werden uns hier noch vollfressen. Rudi, ich danke dir für deine Zeit. Nicht dafür. Immer wieder gerne. Denk dran. Bester Burger Deutschlands, nicht nur meine Meinung. Bei Google danke, ist zu kriegen. Danke. Ja, Dankeschön. In Berlin, mittlerweile 2 Standorte. Die Worte hast du dir verdient. Wenn ihr euch noch ein Video wünscht, noch ein Rezept von Vladi. Ey, immer gerne. Wir können auch mal was anderes kochen. Ja, schlag irgendwas vor, Vladi verrät seine ganze Karte. Kein Problem. Dann lasst einen Daumen oben knallen und bis zum nächsten Mal. Peace.